Hallo Leute und herzlich willkommen zu Fernbus aka Flixbus. Wobei, ne, eigentlich heißt es ja Fernbus Simulator. Auf jeden Fall, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht habt ihr es gesehen. Red hat das neulich auch auf seinem Kanal gespielt. Zumindest kam es vor 3 Stunden online, wo ich es jetzt hier aufnehme. Und habe mich so auf eine Idee gebracht. Und zwar, ich fordere ihn, okay, ne, herausfordern tue ich ihn jetzt nicht, aber ich werde auf jeden Fall auch mal Fernbus spielen. Ich gucke einfach alles irgendwie bei anderen YouTubern ab, echt schlimm. Auf jeden Fall. Dachte ich mir, ich verkleide mich hier so ein bisschen mit Fukulila und so. Und da dachte ich aber, ja gut, aber das ist jetzt schon mehr so das Trucker-Ding, ne? Nicht so das Busfahrer-Ding. Deswegen, warte mal, hier. Wir gehen jetzt hier erstmal auf Google. Und zwar, wie sieht eigentlich so ein typischer Busfahrer aus? Denn ich wusste gar nicht, wie ich mich hier anziehen soll. Typischer Busfahrer-Outfit. Oh, falsch geschrieben, Alter. Okay, gibt nicht gerade viele, ne? Da ist Flixbus. Okay. So sieht man also aus als Busfahrer. Ja, boah, jetzt brauche ich ein Hemd, Alter. Ich organisiere mir das Ganze ganz kurz. Leute, ich will ehrlich zu euch sein. Ich habe mein Hemd nicht gefunden. Und jetzt habe ich halt, ich habe nur dieses Hemd hier gefunden. Und das ist halt so typisch. Aber, naja, vergessen wir das Ganze mal. Ich habe leider, glaube ich, auch keinen Schnurrbart. Warte kurz. Okay, leider nein. Was soll's? Ich brauche nur einen Steuerrad. Ja, Mann, ich bin komplett verpeilter Busfahrer hier. So, ich denke, das hält jetzt mal. Wir drücken hier mal auf Spiel starten. Wieso haben wir eigentlich keine Musik? Gibt es hier nicht eigentlich auch Musik? Machen wir Karriere? Ne, wir machen Freifahrt. Komm, Alter. Können wir denn von der Schweiz aus? Ne, ist nur Deutschland, ne? Ich dachte, man kann auch in die Schweiz. Wobei? Man kann fast in die Schweiz. Wo fahren wir denn hin? Wir machen mal eine Strecke irgendwie von Hannover. Kann man hier auch noch anderes auswählen? Nee. Wow. Wieso steht da oben Europa? Okay, weiter. Hä, wo starten wir jetzt? Realistisch. Oha, wow, ist das denn für ein Bus, Alter? Was machen wir denn für einen Bus? Oha, der sieht so ein bisschen wie wir aus, so ein bisschen. Mannequin-mäßig. Diesem orangen Zoo passt das ganz gut. Wieso habe ich keine Sounds? Okay, Spiel. Starten. Dann gucke ich gleich noch, dass wir irgendwie Sounds hinbekommen und dann passt das. Wir sind hier bei unserem Bus. Ich habe leider keine Ahnung von der Steuerung, tatsächlich, aber egal. Okay, hinsetzen auf C. Boah, jetzt geht's los. Aber wieso denn solche Musik? Warte ganz kurz. Jetzt haben wir doch Sound, aber die Tür sind doch noch offen. Ah ne, okay. Schauen wir mal. Oh Gott, Alter. Fast ins erste Auto gefahren. Wir fahren los. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn hin? Achso, ist das jetzt, weil ich freie Fahrt gewählt habe? Oh, das ist ja scheiße. Ah, okay, aber warte, jetzt können wir ja irgendwie auswählen. Wir fahren nach Berlin. Nach Spandau. Gibt es hier Spandau? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Okay, dann fahren wir einfach so nach Berlin. So, das sieht schon besser aus. Wir machen jetzt hier Vorantüröffner schließen. Klappt schon mal ganz gut. Dann mache ich dich auch hier auch direkt wieder zu. Setz mich hier hin auf C. Und dann geht's los. Ah, warte, wir müssen. Wie macht man? Zielanzeige aktivieren. Zündung starten. Motor starten. Also halte. Klimaanlage einschalten. Okay, Bremspedal. Oh Gott, muss ich jetzt hier schalten? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Warte ganz kurz. Oh, wir wiederholen den ganz kurz. Oh, tut mir leid. Oh oh. Wow. Alter, nichts passiert, ey. Wie ein junger Gott fahre ich hier durch. Ich sag's. Irgendwie ist. Oh Gott. Sehe ich nichts mehr. Hilfe. Oh, da ist eine Wand. Oh, Alter. Ja, tut mir leid. Kann mal passieren, okay? Scheiße, jetzt sind hier überall Autos. Natürlich auch ungünstig. Na gut, aber der Lastwagen hinter mir könnte auch wegfahren. Genau. Alter, das wäre jetzt lustig. Hier zu wenden. Ja, gib doch ein bisschen Gas, Alter. Was ist mit dir? Na, ah, okay, jetzt geht's. Kann ich durch die Hecke durch? Ja, natürlich nicht. Scheiße. Alter, was ist jetzt los? Oh Gott. Okay, Leute, wie ihr seht, ich habe mir jetzt trotzdem eine Route hier. Oh Gott, Alter, jetzt muss ich hier noch bremsen. Zugetan. Hallo, Leute. Ich habe mir jetzt hier trotzdem noch. Wie kann ich denn hier aufstehen? Oh nein, jetzt habe ich ausgeschaltet. Egal. Ich habe mir jetzt hier trotzdem noch eine Route zugepackt. Zugeteilt, weil, sagen wir mal so, es wäre halt schwierig geworden, da auf eigene Faust irgendetwas zu reißen. Macht auch nicht so Sinn, ne? Ach, grüezi, Alter. Sieht der Schweizer, ha? Spaß. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, Frankfurt, passt, oder? Okay, schauen wir, müssen wir nach Frankfurt. Ja, das stimmt. Frankfurt, hello, yeah, well, that's correct, Liala. Hallo, ich will die. Ah. Nee, Bremen ist falsch, Alter. Tut mir leid. Okay, sie kommen scheinbar nicht mit. Sehr freundlich, aber nein, danke. Okay, dann halt nicht. Dann
Ja, keine Ahnung, viel Spaß hier noch beim Rumstehen. Wir gehen hier wieder rein. Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem Busfahrt. Hauptsache, die erstmal das Handy raus. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, für euch. Numero? Lol, Basel? Basel-Stadt, Alter? Ja, okay, aber es ist in Basel. Also, tut mir leid, den müssen wir ganz kurz ran. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen, Alter. Oh Gott, da ist noch ein Taxi. Ja, genau. Vor allem, wenn wir hier jetzt diesen Basler verfolgen. Komm hier in den Pfosten rein. Scheiße, hat nicht geklappt, Alter. Ganz kurz. Oh, jetzt haben wir ihn quergestellt. Tut mir leid. Oh, lol. Der ist weg. Okay, wir fahren jetzt mal wie normal alle Bürger weiter. Es war rot, aber das müssen wir ganz kurz machen, okay? Okay, wir waren jetzt... Ja, rot gilt für uns nicht. Es ist wie beim Trucker Simulator. Gut, da war es ja mit Stopp, aber trotzdem, es zählt für uns nicht. Ich fahre jetzt Richtung Frankfurt in Hoffnung... Oh Gott, ich muss ja hier abbiegen. In Hoffnung, dass ich ganz ankomme. Ich werde euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was hier so passiert... Oh, ja, das wusste ich auch nicht, Alter. Aber können wir gerne weitermachen. Macht Spaß. Alter, was machen die denn? Hallo, fahren Sie doch. Ich weiß leider nicht, wie ich hupen kann. Ich ramme ihn mal so. Vielleicht ist er eingeschlafen, ne? Das war ein Auto. oh Gott, oh Gott. Alles gut, alles gut. Okay, ich fahre jetzt mal. Wenn ich ihn machen kann, dann werde ich ihn jetzt machen, weil sonst komme ich irgendwie... Keine Ahnung, sonst wird das Video viel zu lang. Auf jeden Fall, cut jetzt. Und wenn irgendwas Spannendes passiert, halte ich euch auf dem Laufenden. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich habe noch keinen. Weiß nicht, ob das die richtige Antwort war. Habe ich tatsächlich hier im Lotto gewonnen. Ich war zwar langsam, weil ich ein Berner bin, aber ich fahre zumindest nicht so schrecklich wie die Aargauer zum Beispiel. Hauptsache, das hier wieder alle. Nein, Spaß. Alle sind cool. Gibt es hier keine Heizung? Ach, natürlich kann ich heizen. Aber falsche Tasche, warte kurz. Wie viel hätten Sie denn gerne? Okay, dann mache ich einfach mal so. Was ist das Maximale? Okay, 28 Grad. Ist das okay? Spaß, ich mache nur Spaß. Ja, ein bisschen asozial, wenn ich jetzt die alte Leute hier belästige. 23, oh Gott, Alter, jetzt habe ich nicht auf die Straße geguckt, ey. Apropos sein Videotitel halt. Wie, was war das nochmal? Irgendwie nicht am Handy während der Fahrt oder so? Ja, nicht an der Klimaanlage während der Fahrt wäre ja besser. Das nehme ich, glaube ich, als Titel. Das werdet ihr im Titel sehen. Oder im Thumbnail, ich weiß nicht. Alter! Schon wieder, Alter. Ich dachte, du hattest den schon verschüttet, aber okay. Digga, was war das denn? Irgendwas oder irgendwas hat uns gerammt. Ich glaube, diese Strecke hier ist verflucht. Alter, das warst doch du. Ich kenne dich doch. Stimmt, Red, Alter. Ohne zu blinken einfach Spur gewechselt. Das ist sowas von Red. Ich habe zu seinem Video nicht mal ganz geguckt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal passiert ist. Wobei doch, der hat nie geblinkt. Okay, ich blink zwar auch nicht, aber egal. Alter, wie schnell ist der jetzt? Wie kann ich drück voll durch? Ja, wirklich, Alter, wer ist das? Ich hab gerade... Digga. Was? Ey! Was ist denn hier los? So, einer weniger. Ich hab gerade gemerkt, dass hier einfach... Digga, was ist denn jetzt los, Alter? Ich knall hier überall gegen. Okay, wir müssen hier rüber, okay. Oh, da vorne ist wieder die Polizei. Aber die stört uns ja nicht, die ist ja weg. Richtung Freiburg. Oh, lol, tut mir leid. Ja, ja. Das stimmt, weil andere Leute nicht gut fahren können. Oh, da vorne ist auch Polizei. Egal, das wird nicht so ein Problem sein. Quatsch, aber euch muss ich direkt wegmachen, weil da... Alter, was ist das denn? Jetzt hat noch die Facecam aufgehört. Warte, kurz Pause, kurz Klippo.
Pannenstreifen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Facecam hat und irgendwie... Mann, wieso sind die... Digga, diese Trauben sind irgendwie 2 Tage alt. Wieso verschimmeln denn die alle? Hä? Okay, sie waren nicht an der Kühle, aber müssen die an der Kühle sein? Alter. Boah, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, ich habe mich ja wieder gar nicht geachtet, ey. Boah, das ist natürlich ungünstig. Springen? Man kann springen, aber nicht mit dem Auto, oder? Hier, Position zurücksetzen. Okay, Backspace. Weil... Hauptsache, man kann wirklich springen mit einem Bus. Weil ich weiß nicht, welche Taste ist denn Backspace. Ich kenne nur Backslash. Ich weiß nicht, wie. Aber ich habe auf jeden Fall den Warnblinker reingemacht. Also immerhin schon mal etwas, aber... Ich muss die Taste kurz umlegen, irgendwie. So, Position zurücksetzen ist jetzt P. P funktioniert nicht. Hä? Aber P ist Position zurücksetzen, hä? Ich habe die Gruppe gefunden. Dann bringen wir uns leider auch nicht wirklich weiter. Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Ich komme halt literally nicht mehr raus. Was ist das denn? Ja, also. Er hat da unten der LED oder wieso leuchtet er so krass, ey? Aber sieht nice aus. Ein Bild für die Götter. Schlagzeile. Bus. Steckt in, sitzt auf Leitplanke fest. Macht auch ein bisschen Stau, aber das ist nicht so schlimm. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Das nächste Mal wird es besser laufen, das verspreche ich euch. Dann werden wir von Anfang an nach Plan fahren. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Leute. Tschüssi. Ich würde sagen, mir ist ein kleines Malheur passiert.